Hi, schön, dass du wieder da bist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen sollte. Und herzlichen Glückwunsch, du hast im Lotto gewonnen. 90 Millionen Euro. Ist das nicht geil? Nein, ist es nicht. Dein Leben hängt an seidenen Faden, Kollege. Es ist Feierabend. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, wie diese beiden Extreme, wenn ihr im Lotto gewonnen habt. Wenn ihr unter 9 Millionen bleibt, dann ist eigentlich alles cool. Ihr könnt übrigens unten an mich spenden, ich mache auch Hausbesuche. Doch es gibt Statistiken darüber, dass Menschen, die zweistellige oder höhere Millionenbeträge gewonnen haben, massive Probleme bekamen. Bis hin zum Tod. Kein Witz. Vielleicht ist der Querschnitt der Leute, die Lotto spielen, einfach die falsche Zielgruppe, um mit viel Geld umgehen zu können. Vielleicht ist das Geld auch einfach verflucht. Die weltweit betrachteten Zahlen jedoch sprechen eine deutliche Sprache. Du wirst zum Beispiel 20 Mal häufiger umgebracht als ein Normalbürger. 120 Mal höher ist die Wahrscheinlichkeit sogar, dass es jemand aus der eigenen Familie tut. Ja, die ESO-Tante war schon immer ein bisschen strange und sie hat eine Shotgun, da kommen aber keine Blumen raus. Du hast häufiger eine Drogenüberdosis, wirst häufiger gekidnappt und gehst häufiger pleite als der durchschnittliche Normalbürger. Du wirst häufiger beim Fahren unter Einfluss von Alkohol oder Drogen erwischt und du wirst viel häufiger verklagt, entweder von jemand Fremdem oder einfach von der Familie. Und davon mal ganz abgesehen, vielleicht ist aber auch nicht das Geld das Problem. Vielleicht bist du das Problem. Sollten die bösen Onkels damals in diesem einen Punkt recht behalten haben? Ich will dich nicht belehren, du bist selber Idiot. Doch es ist traurig, aber wahr, das Problem bist du. Denn entweder startest du selber die Abwärtsspirale oder du lässt ganz viele neue Freunde in dein Leben, die das für dich alleine erledigen. Du glaubst mir nicht? Du würdest das Ganze völlig anders machen? Nun, es gibt ein paar Leute, die haben das auch mal gedacht. Billy Bob Harrell Jr. zum Beispiel hat 31 Millionen US-Dollar gewonnen im Jahr 1997. 1999 hat er Selbstmord begangen, nachdem Freunde und Familie ihn ständig um Geld gebeten hatten. Zitat von ihm: Der Lottogewinn ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Oder hier William Post, 16,2 Millionen Dollar. 1988. 1989 heuert der Bruder einen Auftragsmörder an und will ihn und seine sechste Frau töten. Die Vermieterin verklagt ihn auf Teil des Jackpots. Verurteilt wurde er wegen Körperverletzungen, weil er eine Waffe auf einen Schuldeneintreiber abgefeuert hat. Er hat danach Konkurs angemeldet und ist 2006 gestorben. Oder hier Jeffrey Dampier, 20 Millionen Dollar gewonnen 1996. 10 Jahre hat er ausgehalten, 2006 von der eigenen Schwägerin entführt und ermordet. Und in Deutschland gibt es unsere Lieblingsfamilie, die Buberts. Die beiden konnten den Geldsegen gut gebrauchen, denn sie mussten noch den Kredit für eine Wohnung abbezahlen. Die leben zwar noch, haben aber den kompletten Gewinn durch Pech und falsche Investitionen komplett in den Sand gesetzt. Nun muss man allerdings so ehrlich sein, es ist auch ein bisschen Dummheit dabei gewesen. Entschuldigt bitte. Innerhalb von nur einem Tag verschenkten Achim und Petra über 2 Millionen Mark an Freunde und Verwandte. Dafür zahlten sie sogar noch 22.000 Mark Überziehungszinsen, denn sie hatten den Gewinn noch gar nicht auf dem Konto. Zeitgleich gönnte sich Achim 4 neue Autos. 2 Firmenwagen, einen Audi A6 und ein A4 Cabrio. Dazu noch hier und da ein bisschen Luxus und natürlich ein Boot und einen Swimmingpool. Naja, hinterher hat man halt leicht reden, ne? Der Achim Bubert, der komponiert übrigens Songs hier auf YouTube, zieht's euch rein. Das Geld hat mehr Leid als Zufriedenheit mit 8 Millionen in die Familie gebracht. Denn das gibt's überall auf der Welt. Alter, meint ihr, ich sollte ihn mal fragen, ob er für uns hier, für den Kanal, so einen Song komponiert? Das wäre doch Hammer, so ein Bubert-Song für uns alle? Wie dem auch sei, ihr kennt mich, ich passe auf euch auf. Natürlich gegen eine kleine Spende, wenn ihr Millionen gewonnen habt. Und nach eingehendem Studium des Internets kann ich euch genau sagen, was ihr tun müsst. Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über euren Millionengewinn. Nun, die wichtigste Regel lautet als allererstes: Mund halten. Guckt euch nochmal den Film Blow an. Oder Casino.
Wer hat die Leute dort verraten? Zunächst mal alle, aber vor allen Dingen die eigene Freundin. Und was für den Cannabisanbau auf dem Dachboden gilt, gilt auch für einen Lottogewinn. Fresse halten. Niemandem sagt ihr irgendwas und ich weiß, das ist verdammt schwer. Ihr macht keine Party, ihr dreht nicht völlig durch und ihr werdet nicht mit eurem neuen Geld prahlen. Meinetwegen verreist in eine Blockhütte irgendwo in Schweden, ganz alleine und realisiert das Ganze erstmal, denn euer Leben wird in Zukunft ein anderes sein. Nun braucht ihr jemanden, der euch hilft und euch berät. Jemanden, der ein bisschen Ahnung von Finanzfragen hat. Denn das kann ziemlich undurchsichtig sein. Und deswegen nehmt ihr euch am besten einen Anwalt/Steuerberater. Und nein, ihr nehmt nicht den Familienanwalt, der euch damals schon mal irgendwo rausgehauen hat. Ihr wollt jemanden, der euch überhaupt nicht kennt, jemanden Fremdes. Also fahrt ihr in die nächstgrößere Stadt, sucht euch die größte Kanzlei, die es dort gibt und marschiert dort rein. Drinnen verlangt ihr den Typen, dessen Name da draußen dran steht. Warum den und nicht den Junganwalt? Der Ältere hat genug Geld und der hat was zu verlieren, nämlich Prestige. Der Junganwalt, der noch sich seine Sporen verdienen muss, der kann Fehler machen und vor allen Dingen kriegt er die Dollarzeichen ins Auge. Und na klar, das wird ein bisschen teuer, aber jemanden zu nehmen, der keine Ahnung hat oder vielleicht falsche Tipps gibt, wird teurer. Also investiert dieses Geld. Falls die Frage aufkommt, ob ihr eine lebenslange Sofortrente haben wollt oder den ganzen Batzen an Geld, kann ich euch sagen, nehmt den ganzen Batzen. Na klar, wenn ihr eine undisziplinierte Person seid, die sofort alles rausschmeißen würde, dann ist vielleicht die monatliche Rente besser. Ansonsten gibt es aber nichts, was für die spricht. Vertraut ihr euch mehr oder einer Firma, die euch Gehalt auszahlt? Denkt ihr, die geben euch einen besseren Zinssatz, weil ihr so nett seid, als was ihr selber haben könntet, wenn ihr es in Fonds oder Beton oder Land investiert? Und selbst wenn ihr Ausgabeprobleme habt, könntet ihr trotzdem die Gesamtsumme nehmen und euch selber dieses Gehalt monatlich auf ein Spaßkonto auszahlen, wo ihr dann einfach von prassen könnt. Also es gibt keinen Grund für die Sofortrente. Denn bei Bedarf könnt ihr auch einfach mehr Geld abheben. Das geht nicht, wenn ihr eine festgelegte Rente habt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Überlegt euch vorher ganz genau, wer was bekommt. Ich meine, um die 20% nach Steuern könnt ihr locker abgeben. Ich meine, ihr habt Familie, ihr habt Freunde und ihr habt einen coolen Internettypen, den ihr mögt. Aber stopp! Bis auf den Internettypen, ihr kauft ihm keine Häuser, ihr kauft ihm keine Autos und ihr gebt ihm auch kein Bargeld. Und vor allen Dingen werdet ihr niemanden von diesen Personen, die von euch Geld verlangen könnten, in diese Überlegungen mit einbeziehen. Genau dafür habt ihr nämlich den Anwalt und den Steuerberater. Sagt ihm einfach, er soll Fonds aufmachen, die auf Namen der Familienmitglieder laufen. Und in der Summe soll das Ganze ungefähr 20% nach Steuern betragen. Das Geld wird fällig, zum Beispiel für Bildungskosten, für eine Renovierung des Hauses, für Hochzeitsfeiern oder für was auch immer. Aber nicht einfach so. Und dann wird sich der Anwalt oder der Steuerberater darum kümmern. Und dann ist das Ganze geklärt. Ihr werdet nicht einfach so Geld verteilen. Denn selbst wenn ihr das macht, wenn ihr damit einmal angefangen habt, wird das nie wieder aufhören. Und wenn ihr irgendwann zurückzieht und sagt, jetzt gibt's kein Geld mehr, dann wird das ganz schlimm für euch ausgehen. Dann geltet ihr als geizig. Und eventuell wird jemand auf die Idee kommen, es diesem Geizkragen heimzahlen zu wollen. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Na, mach doch deinen Scheiß! Das ist ungeheuerlich. Und nicht drum bittet er mich auch noch. Das ist ja unglaublich. Problem, du mit dem Fotografen. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Gleiche Regeln für alle. Es ist ganz einfach. Fonds aufmachen. Und für den Rest? Du setzt auf das sichere Investment. Du kannst das Geld einfach auf deinem Konto liegen lassen. Das ist nicht schlau, aber bei der Menge von dem Geld kannst du eigentlich ganz gut leben und wirst nie wieder arm werden. Spiel auf gar keinen Fall den großen Investor. Du bist kein großer Investor. Und wenn Leute zu dir ankommen und dir den 100%igen Trick verraten,
dann kannst du die nur fragen, warum sind sie nicht schon reich, wenn dieser Trick so gut funktioniert? Natürlich kannst du jetzt nach Vegas fahren und alles auf Rot setzen. Das Einzige ist, kenn dein Limit. Du wirst nicht mit Gewinn da rausgehen, weil einfach keiner mit Gewinn da rausgeht. Und nein, du wirst deine Million nicht in einem Casino verdoppeln können. Ich selber bin kein Investor. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal bis ins Kleinste, wie Bitcoins funktionieren. Deswegen ist der folgende Tipp mit ein bisschen Salz einzunehmen, okay? Schweizer Staatsanleihen. Staatsanleihen sind sowas wie ein Schuldschein, nur ist es hier der Staat, dem du Geld leihst. Die Schweiz ist sehr, sehr reich. Und wenn du denen Geld leihst und sie dir jährlich Zinsen zahlen, ist das eine gute Investition. Und gleichzeitig, wenn die Schweiz irgendwann nicht mehr diese Zinsen zahlen kann, dann weißt du, dass nirgends auf der Welt Geld noch irgendeine Rolle spielt und dass das Ganze langsam in die Fury Road abdriftet. Und deswegen glaube ich, sind Schweizer Staatsanleihen relativ sicherer und guter Investment-Tipp. Aber ich bin nur ein Internetvogel, ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Tipp: Nichts mehr unterschreiben. Du unterschreibst gar nichts mehr. Die letzte Unterschrift, die du leistest, ist unter der Vereinbarung mit dem Anwalt bzw. dem Steuerberater. Danach nichts mehr. Natürlich musst du noch unterschreiben, wenn du zum Beispiel ein Visum brauchst oder wenn du ein Auto mieten willst. Du weißt, was ich meine. Wenn irgendwer zu dir ankommt und den todsicheren Tipp dir erzählt oder wenn er eine Bürgschaft braucht, dann bleibst du höflich. Du nimmst das Ganze an und schickst es an deinen Anwalt. Der wird sich drum kümmern. Du unterschreibst gar nichts. Tja. Und dann hast du alles geregelt und jetzt kannst du es genießen. Du hast dein Geld angelegt, du hast einen Anwalt, einen Steuerberater, die dir den Rücken frei halten, deine Familie ist versorgt. Und jetzt kannst du mal so richtig durchdrehen. In dem guten Gewissen, dass 99% der Menschen nicht so weich fallen werden wie du. Also kauf dir jetzt den Lambo, kauf dir jetzt ein Haus. Und wenn du Koks und Nutten haben willst, hol dir das. Du hast es dir verdient. Du hast es dir deswegen verdient, weil du auf einem Lottoschein die Geburtstage deiner Freunde angekreuzt hast und dadurch den Millionen-Jackpot gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Niemand wird dich jetzt mehr aufhalten. Vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf. Und falls du einen Millionengewinn hast, sponsor mich, damit ich den ganzen Tag nur noch diesen Quatsch hier machen kann. Bis dann, ciao.